In letzter Zeit gab es wirklich viele Kindesentführungen. Ich weiß auch nicht, wie die alle zustande kommen. Vielleicht, bestimmt mit Gummibärchen oder so. Was? Ja, ich weiß Oh, nicht. gut. Gummibärchen? Ich stehe auf Gummibärchen. Vielleicht sollte ich irgendwann mal mitgehen. Oder? Ich halte davon gar nichts. Du gehst nächstes wohin. Hehehehe. Oh, Moment mal. Oder willst du wirklich irgendwo hin mitgehen? Das ist unmöglich. Also, welche Note hast du denn? Also Fernsehen, Fernsehen? Fernsehen, Fernsehen, Kannst du mal was anderes sagen? Tomate, Das ist mein Spruch! Kartoffeln, au, mein Finger, hey, au, ha, endlich geschafft. Moment, was? Du bist zu blöd zum Laufen? Das geht ja nicht. Du solltest echt zum Arzt gehen mit deinen Gehirngestörten. Arzt? Ja, ein Arzt. Ein Hirndoktor. Ein Hirndoktor hilft dabei, dein Hirn wieder zu verbessern, aber bei dir kommt wahrscheinlich alle Hilfe zu spät. Ja, da hat sie recht. Aber weißt du, vielleicht können sie ja doch noch irgendwas reparieren lassen. Vielleicht geben sie dir neue Stimmbänder. Naja, ich weiß nicht, es ist mir peinlich, zum Doktor zu gehen. Ich will nicht, dass alle Leute mich so sehen mit meiner Stimme. Oh mein Gott, meine Brille, meinst du, es ist etwas damit? Ey, ich denke jetzt einfach mal vom Thema ab, weißt du? Ich habe wunderschöne Augen, aber naja. Wunderschöne Augen, die sind total grottenhässlich. Hä? Was ist das da hinten? Hä? Soll ich reingehen oder nicht? Soll ich reingehen oder nicht? Au! Ah, mein Bist du Schädel! blöd zum Laufen, die Schlampe? Oh ja, da hast du recht. Ich verstehe nicht, wie sie so dämlich sein kann. Meinst du, sollen wir heute irgendwas machen? Rumlästen? Ja klar, warum nicht? Ich stehe auf solche Dinge. Cool, ich auch! Und dann kaufen wir nachher noch einen Manga, dann können wir mal gucken, wie wir sowas machen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich komme mit. Aber ja. Warum sind wir jetzt stehen geblieben? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Oh mein Gott! Wir sollten irgendwas machen. Sollen wir schon hier anfangen? Ja, ich weiß nicht. Also, ich Wir trage kommen jetzt wieder mal in die ein Schule. Referat vor. Nun ja, ich habe ein Grippevirus. Und nun ja, also ein Grippevirus ist etwas ganz Schlimmes. Aber eigentlich Wovon freue redet ihr? ich Ich habe mich gefragt, ob sie sogar. mitlästern will. Jetzt fängt sie mit dem Also, Grippenvirus an. der Grippevirus ist super schön. Er sieht so schön Ich verstehe rund es nicht. aus. Ich habe von Lästen gesprochen. Also, weißt du, hör auf, so schäbig zu gucken. Ich habe von Lästen gesprochen, nicht von Grippe. Hä? Ach so, Boah, endlich hast du ja. es auch mal Also, verstanden. ja, deshalb meinte ich Du doch bist die echt ganze Zeit, dämlich. weißt du? Grippevirus und Lästen. Also. Oh mein Gott, machst du mit? Und, was ist los? Kriegst du die Antwort nicht heraus? Ich kann das K nicht schreiben. Ich kriege es nicht hin. Einfach nicht hin. Das K? Warum K? Für Cornetta. Ich kriege das K nicht symmetrisch. Ich muss genauso sein. Was? Nein, du bist nicht der erste Kind. Hör bloß auf. Oh nein, nicht schon wieder. Hallo. 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 Wach auf, du Schlampe. Stell dich auf, verdammte Scheiße. Verdammt, steh auf! Mach die hässlichen Augen auf! Hä? Ah, du bist ja so hässlich, wenn du schläfst. Was hast du in meinem Haus? In meinem Zimmer! Was hast du in meinem Haus? In meinem Zimmer! Und wie kommst du überhaupt hier rein, verdammte Scheiße? Das Fenster stand offen. Was? Das Fenster stand offen? Willst du mich verarschen? Ich hab's heute zugemacht. Sie hat sich Sorgen gemacht. Und ist in mein Fenster durchgekommen. Wie niedlich! Ob sie mich gern hat? Ich hab sie auch so gern. Es ist so süß. Warum denke ich überhaupt so einen Scheiß, dass ich da mal. Bin ich jetzt. Bin ich jetzt lesbisch? Hey. Hi, ich klau mir mal kurz deine Sachen, hä? Hast sicher nichts dagegen. Außerdem verbrenne ich sie hinterher, dann hast du gar keine Hausaufgaben mehr. Ist doch cool. Hallo? Schwesterchen? Ja? Komm ruhig rein! Hallo Oh Schwester. nein, nicht du schon wieder! Ich hab dir Blumen mitgebracht. Hier. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du meine Schwester bist? Also ja, stimmt ja. Hier, damit das Fieber wieder zurückgeht. Davon werde ich. Boah, ey, du bist so nicht zu gebrauchen. Du hättest mir TikToks Was? mitbringen sollen. Warum TikToks? Weil ich TikToks gerne esse. Aber TikToks sind ungesund. Weißt du? Ich wollte jetzt demnächst mein Praktikum machen, Ach, sei leise. aber. Ja, ich wollte demnächst mein Praktikum in der Heilpraxis machen, hier. Du kannst doch sowieso nichts. Nein, lass mich. Doch, ich kann das. Ich habe schon die Medikamente sortiert. Die Viagra-Tabletten stehen jetzt unter den Aspirin-Tabletten einsortiert.
Weißt du, meinst du, das war eine gute Idee, dass ich das mache? Also, naja. Nein, das war keine gute Idee, du sollst mal bei mir bleiben. Hä, was? Ja, du sollst lieber bei mir bleiben, um das blöde Praktikum zu machen. Dann. Also, das war meine Geschichte. Hä, welche Geschichte? Haben wir gerade einen Zeitsprung gemacht? Ich habe nur irgendwas mitbekommen davon, dass ich das Praktikum bei dir machen soll, warum auch immer. Aber, nun ja. Ich habe was ganz Bestimmtes mit dir vor. Das wollte ich gar nicht wissen eigentlich, aber weißt du, meine Brille sieht wunderschön aus. Ihre Brille? Oh mein Gott! Meinst du nicht? Ich finde sie ziemlich schön. Also, morgen. Ah, wie geht's dir? Meine Fresse, wer hat hier so viel Licht? Der ist und bleibt ein Stück behindert. Dagegen kann man nichts machen. Entschuldigung, dass ich nochmal störe, aber ich will ja gar nicht wissen, was sie hier treibt. Aber ja, könnt ihr es mir doch sagen? Vielleicht will ich ja mitmachen, wisst ihr? Oh ja, weißt du, ich rede gerade über mein Praktikum und sie hat mir angeboten, 1B zu machen. Oh ja, ja, ja. Leb mal weiter in deiner Fantasiewelt. Dankeschön. Was also, ist denn hier los? Weißt du, ja, ja. Naja. Nein, kannst du bitte unser Haus verlassen? Was? Kannst du bitte unser Haus verlassen? Du bist hier nicht erwünscht. Behinderte sind hier nicht in unserem Haus erwünscht. Was? Aber ich bin doch nicht behindert. Naja, doch eigentlich schon, so wie du aussiehst und wie du sprichst, aber... Moment. Ach ja, stimmt ja. Was stimmt? Ja, dass ich jetzt einfach mal verschwinden werde. Was? Verschwinden? Aber das... Deine Haare. Was? Meine Haare? Wovon haberst du jetzt schon wieder? Naja, deine Haare, die sind so schön. Haltet die Fresse! Aber die Dummheit ist so heute. Oh mein Gott, ich habe 5 Gramm zugenommen. 5 Gramm! Wie kriege ich die bloß wieder runter? Ich verstehe es nicht. Ich hätte heute Morgen doch den Push-Up-BH zu Hause lassen sollen. Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht liegt es an meinem Keuschheitsgürtel. Ich habe Magenschmerzen. Ah, wie peinlich. Ich hab mir die Hose geschissen von den anderen. Mein Gott. Wie fürchterlich. Oh mein Gott, sie haben das Wort davor gesagt nicht mehr. Hallo. Was siehst du so glücklich aus? Hallo. Hallo. Wie geht's euch denn so? Also es geht beschissen, seitdem du jetzt gerade dabei bist. Was? Also, ich habe letztens gehört, dass die Tussi von gestern den eingevögelt hat. Was? Gevögelt? Das geht doch überhaupt nicht. Was? Leider war ich nicht diejenige, die gefügelt wurde. Oh, du Arme. Das ist ja ganz schrecklich. Weißt du, ich würde gern mit dem Typen einmal rummachen, weil er mag meine Augen. Das hat er selbst gesagt. Er hat es so richtig toll gesagt. Mir voll in die Augen gesagt. Ja, voll in die Augen. Und, also, ich esse jetzt mal dieses Brötchen und ihr erzählt mir, was ihr heute oder morgen noch machen werdet. Alles klar? Was? Nein, wenn wir nicht? Wieso? Geht mich dann überhaupt was an? Nein, das geht dich überhaupt nichts an. Sagst du mir vielleicht, was ihr morgen oder heute machen wollt? Ich würde gerne vielleicht mitmachen, egal was es ist. Also erzählst du mir jetzt bitte, was ihr machen wollt? Ha? Also diese Spritze schmeckt immer wieder gleich. Und jetzt habe ich schon wieder nicht gekaut. Also, jetzt. Kannst du nicht einmal die Klappe halten? Ich kann dich nicht leiden. Ich